Artist Spotlight on Pixner Gansch, Kranzelbinder, De Lago und Radio String Quartet. Das Projekt Alpen und Glühen verpasst dem Begriff Spektrum nochmal eine ganz neue Bedeutung. Denn Worte können diesen Reichtum an Ton und Emotion kaum übermitteln. Herbert Pixner und Thomas Gansch stellen alpenländische Volksmusik aufs Neue in ein nie dagewesenes Licht. Die Meister der Improvisation zeigen den Facettenreichtum der österreichischen Musiklandschaft und machen spürbar, welch unbändige Fülle entsteht, wenn man Genregrenzen ignoriert und sich einfach dem Reinfühlen und Zuhören hingibt. Wenn Multiinstrumentalist Herbert Pixner und Star-Trompeter Thomas Gansch gemeinsame Sache machen, ist das schon freudensprungträchtig. Im Zusammenspiel mit dem Radio String Quartet, bestehend aus Bernie Mallinger, Igmar Jenner, Cynthia Lau und Sophie Abraham, gerät man in akustische Höhenflüge. Und mit der Draufgabe von Perkussionist Manu De Lago und Lukas Kranzelbinder am Kontrabass folgt die Ekstase. In vollkommener Harmonie spielen hier 8 musikalische Vollblüter, getrieben von der Leidenschaft, nicht dem Drang, sich zu profilieren. Die Compilation Alpen und Glühen umfasst hauptsächlich Eigenkompositionen, experimentell und stilistisch komplett unterschiedlich, ein bunter Strauß an Klängen. Trotz oder gerade wegen der Bandbreite gehen die 9 Lieder in Zusammenklang auf. Denn die künstlerische Offenheit aller Beteiligten lässt virtuose Genrekreuzungen zu, die majestätisch klingen und beim Zuhören in überirdische Welten entführen.